Also 2-3 nach Penalties, knappes Spiel gegen schweren Gegner. Wie war es für euch insgesamt? Ja, ich glaube, wenn uns das vorher jemand gesagt hätte, dass wir wieder ins Penaltyschießen gehen, dann hätten wir wahrscheinlich alle gesagt, gegen den aktuellen Tabellenführer. Das unterschreiben wir vom Spiel, aber nach dem Spielverlauf 2-0-Führung nach 40 Minuten und dann innerhalb von kurzer Zeit das Ding aus der Hand gegeben, ist natürlich bitter. Aber wir hatten noch Chancen, das Spiel für uns zu entscheiden, haben es leider nicht geschafft. Aber ich denke im Endeffekt, wir sammeln weiter unsere Punkte. Die helfen uns. Wir haben zwar gesehen, dass die Konkurrenz heute auch gewonnen hat, aber wir lassen uns da nicht aus der Ruhe bringen, wir lassen uns da nicht aus unserem System raustreiben. Und wir haben jetzt am Sonntag spielfrei und haben einen direkten Konkurrenten, einen direkten Verfolger, der uns im Nacken sitzt mit Hamburg am Dienstag. Und da wollen wir wieder die volle Punktzahl einfahren. Die Arbeitseinstellung hat hundertprozentig gestimmt heute, über 60 Minuten auch. Also ihr habt die Berliner wirklich abgearbeitet, also auch wenn sie spielerisch versucht haben, dagegen anzukommen. War das der Plan für heute auch so ein Stück weit? Ja, definitiv. Ich denke, jeder, der vielleicht auch schon mal hier zu Besuch war, weiß, dass es nicht einfach ist, in Berlin zu spielen. Die haben eine starke Truppe, sind nicht umsonst ganz vorne in der Tabelle. Und wir haben einfach uns vorgenommen, wieder defensiv sehr kompakt zu stehen und haben sie damit ein bisschen frustriert, dass wir immer kompakt hinten standen und keine 2 gegen 1 oder 3 gegen 2 Situationen gegen uns zugelassen haben. Und das war natürlich das Konzept und hatten dann mit einem Konter und einem Tor aus dem Gewühl raus uns selber in eine sehr gute Ausgangsposition gebracht, konnten es aber leider nicht über die Zeit bringen. Jetzt mit den 3 Tagen frei, du hast es gesagt, am Dienstag dann gegen Hamburg, jemanden, den man wirklich schlagen muss, aufgrund der Tabellensituation. Geht man so ein Spiel anders an als gegen Tabellenführer heute? Nein, auf gar keinen Fall. Also wir sind zu Hause, haben im Moment eine richtig breite Brust, haben 5 Spiele in Folge gewonnen. Und wie ich eben gesagt habe, wir werden uns da aber nicht aus unserem System rütteln lassen, nur weil jetzt eine Mannschaft kommt, die wahrscheinlich oder eventuell hinter uns steht nach einem spielfreien Sonntag für uns auch. Und werden da aber auch wieder defensiv kompakt stehen und natürlich vorne unsere Chancen suchen, hoffen vielleicht, dass wir 1 oder 2 mehr Überzahlsituationen kriegen als heute und dann die nutzen wie vor ein paar Tagen gegen Iserlohn. Ein Wort noch zu den Verteidigerfähigkeiten von Sven Güterfelski. Ui, ja, ich habe schon beim Verabschieden zu ihm gesagt, dass das ganz, ganz, ganz verrückt ist. Also ich wusste ja, der Sven kann viel, aber dass der erst verteidigt, dann auf einmal steht er am Bulli gegenüber. Also ich muss schon sagen, in dem Alter noch solche Quantensprünge, habe ich ihm eben auch selber gesagt. Und er war ja zu Tränen gerührt, sowas zu hören. Ja. Aber ganz großer Respekt. Vielen Dank und viel Glück. Ja.